Ja, in der Einheit heute geht es um eine ganz alte Programmiersprache aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, und zwar Logo. Logo ist eine Programmiersprache, die extra entwickelt wurde für den Einstieg in die Programmierung, insbesondere auch bei jüngeren Kindern. Ja, warum sollte man sich mit einer Programmiersprache befassen, die 50 Jahre alt ist? Ja, naja. Logo ist sozusagen das Vatersystem vieler später entwickelter Programmiersysteme. Und ja, für Informatiklehrerinnen und Lehrer ist es ganz wichtig, sich auch mit dieser Programmiersprache auszukennen und zu wissen, wo denn aktuelle Entwicklungen letztlich ihren Ursprung haben. Und nichtsdestotrotz ist Logo auch heute noch eine Programmiersprache, die in der Schule eingesetzt werden kann. Ja, was ist Logo? Am besten lässt sich Logo erklären an einem, ja, Spezialteil, den Logo bietet, nämlich an der sogenannten Eagle-Grafik im Deutschen oder im Englischen Turtle Graphics. Das gibt es mittlerweile auch in ganz vielen Programmiersystemen. Grundprinzip ist, dass man eine kleine Schildkröte, die oft dargestellt wird als so ein kleines Dreieck hier, ja, dass man die mit bestimmten Kommandos bewegt. Das heißt, man gibt Befehle an die Schildkröte und die Schildkröte bewegt sich. Während die Schildkröte sich bewegt, hinterlässt sie eine Spur. Das heißt, sie zeichnet den Weg, den sie zurücklegt, und man selbst kann mit Hilfe der Kommandos durch die Befehle an die Schildkröte ein Bild zeichnen. Das ist auch schon letztlich der erste, ja, wie soll ich sagen, das erste informatische Konzept, das man hier lernen kann, nämlich das des Befehls, also Befehl an einen Computer, und das wird dargestellt als Befehl an eine kleine Schildkröte, die sich bewegt. Also, hier sieht man die Turtle, die Schildkröte oder den Igel. Ja? Jetzt kann man der Turtle Befehle geben. Ne? Und die sind jetzt hier auf Englisch. Es gibt auch deutsche Systeme. Also in der Grundschule würde man vielleicht ein deutsches System einsetzen, ein deutschsprachiges System. Aber mittlerweile lernen die Kinder ja auch in der Grundschule Englisch. Also könnte man theoretisch auch dieses englische System verwenden. Das hier ist jetzt MSW-Logo, also ein Logo für Windows. Es gibt auch andere Logosysteme. Ja, kann man sich eins aussuchen. So. Ich bewege jetzt mal die Schildkröte, die Turtle, 100 Schritte nach vorne. Wie heißt der Befehl? Forward 100. 100 klingt groß, ne, aber die Turtle, die macht nur ganz kleine Schritte. Also bewegen uns mal 100 Schritte nach vorne. Und die Turtle bewegt sich 100 Schritte vorwärts. Man schaut von oben auf die Turtle. Ja, also die Spitze vorne ist die Schnauze letztlich. So, und jetzt hat sie beim Bewegen auch einen Strich gezogen, also eine Spur hinterlassen. So, jetzt ist einfach nur Vorwärtsbewegen natürlich langweilig. Es gibt auch andere Befehle zur Bewegung und zur Drehung. Ich kann die Turtle nach links oder nach rechts drehen lassen. Also beispielsweise nach rechts um 90 Grad. Der Befehl lautet Right 90. So. Jetzt vielleicht wieder vorwärts. Ach, wir können ja mal ein Quadrat zeichnen. Ja, machen wir mal ein Quadrat. Vorwärts 100 wieder. Das heißt, wir müssen wieder dieselbe Schrittweite laufen wie eben. Und ja, weil ich immer Forward eintippen will, ist ein bisschen lang, gibt es auch Abkürzungen. FD, erster Buchstabe, letzter Buchstabe des Befehls. Forward FD. Also Forward 100. Und schon sind wir vorwärts gelaufen. Hier merkt man schon eine gewisse Notwendigkeit, und zwar man muss sich in die Turtle hineindenken. Ja? Man hätte auch sagen können, ich will nach rechts laufen, aber man schaut immer aus der Richtung oder in die Richtung, die die Turtle schaut, das heißt in die Richtung, in die die Dreiecksspitze guckt. Das heißt, man muss sich jetzt in die Turtle hineindenken, um zu überlegen, in welche Richtung muss ich denn laufen. Jetzt hier vorwärts bedeutet eben aus der Perspektive des Betrachters nach rechts, aus der Perspektive der Turtle vorwärts. So, jetzt drehen wir uns wieder nach rechts. So, jetzt schauen wir nach unten als Turtle. Und deswegen müssen wir uns wieder vorwärts bewegen. Forward 100. So. Und das ist jetzt eine interessante Stelle.
In welche Richtung müssen wir uns drehen? Aus Perspektive des Betrachters, und das machen natürlich auch einige Kinder falsch an der Stelle, würden sagen, ah ja, ich muss mich nach links drehen, ne, weil ich muss ja nach links zeichnen. Machen wir mal Left, LT, 90. Ja, und schon merkt man in die falsche Richtung. Also rückwärts, ne, RT 90 und nochmal Right 90. Klar, wir schauen als Schildkröte nach unten und aus der Perspektive der Schildkröte muss ich mich natürlich nach rechts drehen. Ja, und Forward 100. Durch die Turtle Graphic kann man also letztlich sein räumlich-visuelles Vorstellungsvermögen üben, weiterentwickeln, schulen. Ne? Man muss permanent Perspektivwechsel vornehmen und das trainiert natürlich das räumlich-visuelle Vorstellungsvermögen ziemlich gut. Ja, außerdem kriegt man sofort mit, wenn man falsch gedacht hat. Ne? Also wenn man in irgendeiner Weise einen Fehler gemacht hat in der Richtung, die man denken muss und einen falschen Befehl reinschreibt, dann kriegt man das sofort zurückgemeldet von der Turtle. Und ja, man stellt fest, ah, okay, hier habe ich falsch rum gedacht. Und jetzt muss ich mal überlegen, wie ist es denn richtig? Vielleicht möchte man am Schluss noch so stehen wie am Anfang, also nochmal RT90 und ja, fertig ist das Quadrat. Das erste informatische Konzept, was man hier lernen kann, ist das des Befehls. Ja, also die Kinder geben hier Befehle ein und steuern eine Schildkröte, Turtle, ein Igel. Und der führt die Befehle aus. Und zwar exakt so, wie sie abgegeben wurden. Wenn man einen Fehler in den Befehlen macht, dann führt die Turtle den Fehler auch gnadenlos aus. Und ja, die Kinder sehen, aha, okay, hier habe ich einen Fehler gemacht. Wo muss ich was ändern, damit es richtig wird? Ja, Befehl bzw. Befehlssequenz. Ne, wir haben ja mehrere Befehle, die wir nacheinander eingeben und die nacheinander abgearbeitet werden. Wenn man sich länger mit Logo beschäftigt, dann kommt man immer wieder an Stellen, an denen man die Notwendigkeit für Vereinfachungen spürt. Ja, man hätte gerne eine gewisse Vereinfachung und damit kommen auch gleich interessante neue informatische Konzepte mit. Also, Kindern fällt an der Stelle hier unter anderem auf, naja, sie haben jetzt viermal das gleiche eingegeben, ne? Forward 100. Right 90, viermal hintereinander, immer Forward 100, Right 90, Forward 100, Right 90 und so weiter und so weiter. Gibt es denn keine Möglichkeit, der Turtle zu sagen, mach bitte Forward 100, Right 90, viermal hintereinander? Man sehnt sich nach einer Wiederholung. Das informatische Konzept dabei ist das der Schleife und natürlich gibt es das auch im Logo. Und wenn ein Kind kommt und sagt, ah, gibt es sowas, kann ich hier nicht sagen, wiederhole, dann kann man ihm beispielsweise zeigen, wie das funktioniert im Logo, ne? Nämlich mit Repeat 4 times und dann in eckigen Klammern das, was zu wiederholen ist. Also Forward 100, machen wir vielleicht mal ein kleineres Quadrat, damit wir sehen auch tatsächlich das, was gezeichnet wird. Forward 50. Right 90, eckige Klammer zu. Ah ja, und schon haben wir nicht irgendwie aus heiterem Himmel, sondern tatsächlich aus einer Notwendigkeit heraus das Konzept der Schleife eingeführt. Okay, das nächste Konzept oder der nächste Wunsch steht gleich ins Haus. Man möchte vielleicht jetzt, wenn man ein Quadrat zeichnet, nicht immer wieder diese, ich habe gerade Clear Screen eingegeben, sorry, als Abkürzung. CS heißt Clear Screen. Ne? CS ist auch die Abkürzung für Christian Spannagel, aber auch für Clear Screen. So, Clear Screen, Bildschirm gelöscht. So, okay, jetzt möchte man vielleicht, wenn man ein Quadrat zeichnen will, nicht immer wieder überlegen, wie ging das nochmal mit dem Quadrat? Repeat 4, Forward 50, RT90 und so weiter, das vergisst man vielleicht auch. Ne? Eigentlich möchte man sich nur einmal überlegen, wie man ein Quadrat zeichnet und möchte der Turtle beibringen, Quadrate zu zeichnen. Ich möchte der Turtle ein neues Wort lernen. Quadrat oder Square, ne? Guck mal, ein Square kennt sie nicht. Sie, I don't know how to square, sagt einem Logo hier. Aber vielleicht möchte man der Turtle beibringen oder lehren, wie man ein Quadrat macht. Also, teach the Turtle how to square. Und das kann man mit Logo machen und was
man damit als informatisches Konzept einführt, ist das der Prozedur. Man kann in Logo Prozeduren schreiben, was nichts anderes bedeutet, als der Turtle ein neues Wort zu lernen, einen neuen Befehl zu lernen. Ich mache das hier mal, File, Edit und dann gibt man ein den Befehl Square. Okay, so. Ja, jetzt sagt er einem hier to square und and und das sind auch die Rahmen, das ist der Rahmen für eine Prozedurdefinition. To square leitet die Prozedurdefinition ein, dann kommt der Rumpf und dann end beendet sie. Jetzt kann man hier ein bisschen eingerückt reinschreiben, wie das denn lauten soll. Also repeat for und jetzt wieder FD 100 machen wir mal, RT 90, ne? So. Das heißt, to square bedeutet repeat four times, forward 100, right 90. Damit führt man die Prozedur ein und gleichzeitig auch die Modularisierung. Man kann jetzt einzelne Module schreiben, einzelne Grafiken definieren, Quadrat, Dreieck, Kreis, was auch immer, ja, und dann später ein Bild zusammensetzen aus diesen einzelnen definierten Befehlen. Das heißt, man hat Modularisierung durch Einführung von Prozeduren. Save and Exit. So, und jetzt müsste die Turtles eigentlich kennen. Also ich gebe hier unten ein Square und sie zeichnet ein Quadrat. Ja, gleich steht schon der nächste Wunsch an, nämlich jetzt kann die Turtle ja nur Quadrate machen, die 100 Längeneinheiten Seitenlängen haben, ne? Jetzt möchte man vielleicht verschiedene Quadrate machen. Beispielsweise möchte man eine Hausfront machen mit großen und kleinen Häusern, da braucht man Quadrat, da braucht man Dreiecke und vielleicht möchte man unterschiedlich große Häuser machen, das heißt, man braucht große und kleine Quadrate. Kann man vielleicht bei dem Befehl auch sagen, wie lang die Seitenlänge des Quadrats sein soll? Ja, und auch das geht in Logo und damit führt man ein die Parametrisierung. Gehen wir mal in unseren Befehl to square rein. Ja, ich möchte dem Befehl als Parameter mitgeben können die Seitenlänge des Quadrats. Jetzt kann man hier hinten mit Doppelpunkt L zum Beispiel, ja, ein Parameter L einführen. Parameter beginnen immer mit Doppelpunkt und werden auch überall, wo sie verwendet werden, mit Doppelpunkt eingeleitet. So, das heißt, man gibt dem Befehl Square den Befehl oder den Parameter L mit auf den Weg und jetzt gibt man hier ein Repeat for Forward und jetzt will man aber nicht 100 nach vorne, sondern L nach vorne. Ja, speichern wir es mal. Save and Exit. So, und jetzt machen wir nochmal Clear Screen und Square. Und jetzt kann man hier als Parameter mitgeben, zum Beispiel Square 100. Und dann wird sozusagen der Parameter L mit dem Wert 100 belegt. Und dann wird überall dort im Rumpf der Prozedur, wo der Parameter L vorkommt, er durch 100 ersetzt. So, ja, funktioniert, ne? Machen wir nochmal ein kleineres Quadrat. Irgendwie vertippe ich mich immer mit dem U hier, Mensch. So, Square 50. Square 10 Mini-Quadrat, ach, geht auch. Und vielleicht nochmal großes, 200 und so weiter und so weiter. Ja? So, jetzt haben wir ganz viele Dinge eingeführt. Wir haben eingeführt Befehl, Befehlssequenz, Wiederholung, Schleife, Prozedur, damit einhergehen die Modularisierung und durch Parametrisierung letztlich eine Abstraktion von konkreten Objekten hin zu allgemeinen Objekten, die man durch bestimmte Wertebelegung instanzieren kann. Ja, damit hat man ganz viele informatische Konzepte eingeführt und zwar beiläufig. Mit welchem Motiv macht man das? Oder mit welchem Motiv wollen die Kinder das lernen? Naja, sie wollen Zeichnungen machen. Sie wollen ein Produkt erzeugen, in diesem Fall eben eine Grafik. Und ja, um diese Grafik zu erzeugen, spürt man gewisse Notwendigkeiten, die man gerne hätte, damit es einfach geht und leicht geht. Und ja, da an der Stelle kann man informatische Konzepte einführen. Und natürlich werden an dieser Stelle auch mathematische Konzepte verwendet. Man bewegt sich hier in einer mathematischen Welt, aus einer, in einer Welt aus, in diesem Fall geometrischen Figuren.
Und man lernt dabei natürlich auch einiges über Mathematik. Okay, gehen wir mal zurück in die Präsentation. Ja, wer war der Erfinder? Der Erfinder war Papert, geboren 1928, war ein Schüler Piagets. Piaget ist ja auch weitläufig bekannt. Und ja, er hat dort vermutlich, wurde dort wahrscheinlich stark geprägt von den Ideen von Piaget und von den Ideen des Konstruktivismus. Ja? Und hat all diese Ideen auch mitgenommen 1963 ans MIT, ans Massachusetts Institute of Technology. So. Und ja, dort hat er die ganze Zeit gearbeitet, war Mitbegründer des Artificial Intelligence Lab oder Gründer des MIT Media Lab. Und das MIT Media Lab, das gibt es auch heute noch. Und im Rahmen dieser Aktivitäten hat er die Programmiersprache Logo erfunden. Da hat er aber nicht nur eine Programmiersprache erfunden, sondern gleich eine ganze Philosophie und Pädagogik mit. Ja? Und da werde ich gleich noch ein bisschen was drüber erzählen. Er hat auch ein Buch oder mehrere Bücher geschrieben, aber ein ganz berühmtes ist das Buch Mindstorms: Children, Computer and Powerful Ideas. Und der Begriff Mindstorms, der wird dem einen oder anderen auch schon an anderer Stelle begegnet sein, nämlich bei dem System Lego Mindstorms, mit dem man Roboter steuern kann. Und in der Tat beruht der Begriff Lego Mindstorms auch auf diesem von Papert geschriebenen Buch. Denn letztlich liegt auch Logo, die Programmiersprache Logo, diesem System zugrunde. Ja, außerdem war er oder ist er Berater bei One Laptop per Child, bei diesem Projekt, bei dem versucht wurde, durch günstige Laptops, $100-Laptops, auch Technologie für Bildungszwecke in ärmeren Ländern zu verbreiten. So, was steckt hinter der Logo-Philosophie? Ja, also einmal die Idee des Konstruktionismus. Da wird der ein oder andere vielleicht denken, oh, hat sich jemand vertan, das heißt nur Konstruktivismus. Nein, Konstruktionismus ist eine spezielle Form, vielleicht eine spezielle Spielart des Konstruktivismus. Und zwar wird davon ausgegangen, dass es nicht nur um die aktive Wissenskonstruktion der Lernenden geht und nicht um ein Learning by Doing einfach, sondern um ein Learning by Making oder by Producing. Das heißt, es geht darum, ein Produkt zu erzeugen. In diesem Fall bei der Turtle Graphic beispielsweise ein Bild. Aber man kann mit Logo auch andere Produkte erzeugen, Musikstücke beispielsweise, Gedichte oder andere Dinge. Das heißt, ich möchte etwas produzieren. Ich habe ein Ziel. Ich möchte ein Produkt schaffen. Um dieses Produkt zu schaffen, muss ich informatische Methoden verwenden und ich muss programmieren können. Ja? Das heißt, mein Ziel ist das Produkt, nicht unbedingt programmieren zu lernen vielleicht, aber ich lerne dabei die grundlegenden informatischen Konzepte. Außerdem stoße ich dabei auf den sogenannten Test of Reality. Das, was ich da programmiere, entspricht vielleicht gar nicht meinem Ziel. Also das Bild, das ich male, sieht anders aus als das, was ich mir vorgestellt habe, weil ich gewisse Vorstellungsschwierigkeiten habe oder mich vertue bei der Programmierung, das wird mir sofort angezeigt an Fehlern durch Fehler am Produkt. Das heißt, ich bekomme relativ unemotional mitgeteilt, dass ich falsch gedacht habe. Und ich habe dann aber eine Herausforderung, rauszufinden, wie man es richtig macht. Ich will es ja richtig hinkriegen. Ich möchte mein richtiges Produkt, ich möchte mein Bild haben. Das heißt, ich spüre die Notwendigkeit, mir nochmal meine Konzepte, meine Gedanken, ja, zu durchdenken, zu überarbeiten und einen neuen Versuch zu starten. Ja, wenn ich sonst einen Fehler mache, dann kommt der Lehrer und sagt, das ist falsch, das ist eine relativ emotional belastete Situation. Ja, aber hier sagt mir eigentlich niemand, das ist falsch, sondern ich merke, oh, das ist falsch oder ich habe was falsch gemacht, weil der Computer das gnadenlos letztlich interpretiert, was ich ihm sage. Ja, was mache ich? Es ist das Entdecken des Lernen in Mikrowelten. Ich bewege mich in einer Mikrowelt, in einem Mikrokosmos, in dem ich bestimmte Dinge machen kann, andere aber auch nicht. Also die Möglichkeit, da was zu tun, ist relativ begrenzt. Und mit diesen begrenzten Mitteln muss ich versuchen, mein Produkt zu erzeugen. Dabei
verwende ich eine Sprache, die auf der einen Seite informatisch ist, auf der anderen Seite aber auch mathematisch. Die Idee ist die folgende, ja. Wenn ich Französisch lernen will, wie kann ich das am besten? Ja, ich kann in der Schule Französisch lernen, im Kurs Französisch lernen und so weiter. Am besten ist aber, ich bewege mich in eine Welt, in der Französisch gesprochen wird, also nach Frankreich. Und wenn ich in Frankreich bin, dann lerne ich Französisch. Mehr oder weniger mit Trial and Error, ja, vielleicht mache ich auch ein paar Fehler oder ich mache was falsch, aber das wird mir in dieser Welt zurückgespiegelt und irgendwann lerne ich Französisch einfach dadurch, dass ich permanent in der Notwendigkeit war, Französisch zu sprechen in einem Land, in dem nur Französisch verstanden wird. So, was mache ich jetzt, wenn ich Mathematik lernen will oder wenn ich mathematisch sprechen lernen will? Idee von Papert war, dann bewege ich mich in einem, sollte ich mich in einer Welt bewegen, in der mathematisch gesprochen wird und in der nur Mathematik verstanden wird. Da mache ich vielleicht Fehler am Anfang, aber mit der Zeit lerne ich mathematisch so zu kommunizieren, dass das, was ich meine, auch verstanden wird. Und das lerne ich dadurch, dass ich bestimmte Dinge erreichen möchte, nämlich die Produkte erzeugen. Außerdem haben wir schon gesagt, Body Knowledge wird genutzt, insbesondere ja, jetzt bei der Turtle Graphic, um die Schildkröte, die Turtle, zu bewegen. Ich muss mich in die Turtle hineindenken und ja, muss Perspektivwechsel vornehmen, schult also das räumlich-visuelle Vorstellungsvermögen. Auch ein interessanter Gedanke, gerade in der damaligen Zeit, war, dass der Computer nicht der Lehrer ist, sondern der Lerner. Ja, damals gab es ja auch die Tendenzen, Systeme zu schaffen, die ganz individuell angepasst Lerner durch bestimmte Lerninhalte navigieren, da spricht man von sogenannter programmierter Instruktion. Damals hat man die Finger irgendwann davon gelassen, weil man gesagt hat, naja, das geht nur bei sehr abgesteckten Bereichen und gab auch motivationale Probleme und so weiter. Heute kommt das wieder mit bestimmten E-Learning-Tendenzen, MOOCs etc. pp. Versucht man auch die adaptiven Systeme zu schaffen, mit denen man selbst gesteuert lernen kann. Okay, oder eigentlich ist es ja dann fremdgesteuert, aber bei dieser programmierten Instruktion war eben der Computer der Lehrer und damals gab es auch die Idee, dass man Lehrer ersetzen könnte durch Computer und so weiter und so weiter. Papert hat einen Gegenpol letztlich dazu geschaffen damals und hat gesagt, naja, der Computer ist eigentlich nicht der Lehrer, sondern der Computer ist der Lerner, der Schüler, das Kind ist derjenige, der dem Computer etwas beibringen soll. Ja, und dabei lernt natürlich auch das Kind. Aber der Computer ist derjenige, der Befehle empfängt und das Kind muss versuchen, dem Computer das beizubringen, das zu machen, was es will. Und letztlich ist ja auch genau das, was ein Computer machen soll, nämlich ein Computer soll das machen, was wir wollen und nicht umgedreht. Ja, und man lernt aus Fehlern, habe ich schon gesagt. Debugging, unemotionales Feedback vom Computer, man sieht einfach, oh, ich habe falsch gedacht, durch das direkte Feedback beispielsweise der Turtle. Übrigens war die Turtle am Anfang auch gar nicht so sehr ein Dreieck oder so, sondern die Grundidee war ja tatsächlich, einen Roboter zu haben. Ja, also einen Turtle hier über den Boden, die man über den Boden auf dem Blatt Papier oder so steuern kann. Und diese Systeme gab es auch. Also man konnte so Turtles über den Boden bewegen und die haben dann mit einem Stift auf dem Boden was gezeichnet, auf dem Blatt Papier was gezeichnet. So. Mit den grafischen Displays kam dann das Dreieck und damit wurde es schon wieder ja, weniger anschaulich, weniger 3D, aber natürlich dementsprechend besser verbreitbar, weil nicht jeder vielleicht so einen Roboter hat oder sich leisten konnte oder zur Verfügung hatte. Aber die grafischen Displays haben ja letztlich dann auch enorme Verbreitung gefunden. So, Ziel und Zweck. Also zum einen kann man programmieren lernen mit Logo, ne? Auch schon in der Grundschule kann man sich fragen, okay, wann kann, ab welchem Jahr oder welcher Klassenstufe kann man das machen? Ich habe schon mal in der zweiten Klasse gemacht. Zweite Klasse funktioniert wunderbar. Vielleicht kann man es auch schon früher. Man muss es aber auch nicht übertreiben, ne? Dritte, vierte Klasse geht auf jeden Fall. Fünfte Klasse sowieso. Also, programmieren lernen kann man schon relativ früh. So, und man lernt ja hier nicht programmieren einfach so, sondern man lernt programmieren, um bestimmte ja, Ziele zu erreichen, die unter anderem auch mit anderen Fächern verbunden sind. Das heißt, es ist sehr fächerübergreifend. Ne? Mathematik beispielsweise hier, das Zeichnen geometrischer Figuren. Zeichne mal ein regelmäßiges Fünfeck. Das ist am Anfang gar nicht so einfach, aber man kann es mit Logo machen. Ja, in Deutsch, im Fach Deutsch kann man ja, Grammatiken analysieren oder Sätze zusammenbasteln, Gedichte zusammenbasteln, in der Musik kann man Kompositionen machen und so weiter. Im Fach Kunst Bilder zeichnen, ja.
Die Birgit Wursthorn hat da mal eine Arbeit zugemacht, die interessant ist, in dem Kontext zu lesen, gerade was dieses fächerübergreifend interdisziplinäre Lernen anbelangt. Ja, und in diesem Kontext kann man mit der Programmiersprache Logo auch gleichzeitig programmieren lernen. Man lernt Problemlösen damit. Ich will ein bestimmtes Ziel erreichen. Ich befinde mich in einem aktuellen Startzustand. Also ich möchte ein Bild malen, habe das Bild noch nicht. Ich muss vom Startzustand zum Zielzustand kommen. Und der Weg dahin ist ja ein Programm. Außerdem lernt man grundlegende informatische Konzepte wie Abstraktion, Modularisierung und Rekursion. Rekursion habe ich noch nicht angesprochen. Das Schöne an Logo ist, Rekursion wird anschaulich dadurch, dass man Bilder malt, denen rekursive Strukturen zugrunde liegen. Wie beispielsweise hier dieser Baum. Nehmen wir den mal. Der Baum ist letztlich ein Stamm mit zwei kleinen wiederum Bäumen, die so ähnlich aussehen wie der große Baum, die wiederum aus einem Stamm und zwei kleinen Bäumen hier bestehen, die wiederum aus einem Stamm und zwei kleinen Bäumen bestehen und so weiter und so weiter. Ja? Wenn man sich mal den Programmcode dazu anschaut, dann sieht das so aus, so kurz und knackig. In Logo kann man eine rekursive Prozedur schreiben, also eine Prozedur, die sich selbst aufruft. Die Prozedur Tree ruft sich selbst auf und zeichnet wieder einen Baum mit, ja, der halben Größe. Das ist natürlich relativ schwierig, ja, also in der Grundschule wird man da relativ schnell an Grenzen kommen natürlich, aber ja, auch dieses Konzept lässt sich mit Logo umsetzen und vermitteln. Ja, kann ja jemand, könnt ihr ja mal hier spaßeshalber versuchen, solche Bilder zu malen mit Logo. Ist wirklich eine Herausforderung, eine intellektuelle, und macht Spaß und man wird feststellen, aha, man kriegt dann ein Gefühl dafür, was dieses System leistet. Es spiegelt einen nämlich gnadenlos wider, wenn man falsch gedacht hat, und spornt einen aber dazu an, es besser zu machen. Das ist das Entscheidende. So, ein paar Überlegungen zum Einstieg. Also, obwohl natürlich Logo mittlerweile oft eingesetzt wird mit diesen grafischen Displays oder mit der Grafik-Turtle, sollte man natürlich einen inaktiven Einstieg wählen. Was kann man machen? Man kann Kinder laufen lassen. Ja? Also Kinder spielen die Turtle oder den Roboter und die anderen Kinder müssen das Kind steuern durch Befehle. Und das Kind muss alles ausführen, was gesagt wird und auch entsprechend falsch ausführen. Das ist eine Möglichkeit. Oder man nimmt einen Stoffigel, den man auf den Boden setzt, auf den Boden in irgendein Labyrinth hinein und die Kinder müssen den Stoffigel steuern. Da lernen die Kinder, sich in den Igel hineinzuversetzen. Eine andere Möglichkeit, das hat Tobias Kohler mal gemacht im Rahmen einer Arbeit, war, einen Tafeligel einzusetzen. Das ist nicht mehr ganz so 3D-mäßig, sondern 2D an der Tafel, entspricht aber vielleicht eher dem Display und da fällt vielleicht der Übergang auch leichter. Wenn man so einen Igel an der Tafel hat, so einen Pappigel, der gesteuert wird. Also der Lehrer bewegt den Igel in der Art und Weise, wie die Kinder ihn steuern. Der Igel muss zum Apfel kommen, jetzt steuert ihn mal. Ne? Und da können die Kinder natürlich auch selbst rausfinden, um wie viele Schritte muss er sich denn nach vorne bewegen, wie lang ist denn das? Und dann sagen sie vielleicht am Anfang erstmal vorwärts 3 und da geht er nur ganz kleine Schritte und dann muss man sagen vorwärts 100 und dann merkt man, okay, man muss schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, was die Schrittanzahl anbelangt, ne? Weil er nur ganz kleine Schritte geht. Ja, und auch drehen kann man lernen an der Stelle, ne? Um wie viele Drehschritte muss ich mich denn drehen? Man wird vielleicht nicht gleich den Begriff Winkel verwenden, wenn er noch nicht bekannt ist, aber man kann ja sagen, kleine Drehschritte oder Tippelschritte oder irgendwas. Also wie viele kleine Drehschritte muss ich mich nach rechts oder nach links drehen? Und dann sagt man vielleicht auch erstmal 10 und man lernt dann kennen, dass man, wenn man jetzt nach unten sich drehen will, dass die Zahl 90 die richtige ist. Ja, und man kann da schon propädeutisch eigentlich eine Vorstellung von Winkeln und Winkelgrößen schaffen, indem man einfach ein System bedient, indem man ganz natürlich mit diesen Zahlen umgeht. Außerdem, bei ganz jungen Kindern muss man vielleicht auch die Tastatur noch erläutern. Ja, und da bietet es sich an, auch, dass man die Befehle mal in so einer Tastenschreibweise einführt, weil vielleicht noch nicht ganz bekannt ist, was ist die Leertaste, was ist die Eingabetaste. Ja. Heute lebt Logo auch in anderen Systemen weiter. Ein System, das heute immer mehr an Schulen eingesetzt wird, ist Scratch. Und Scratch ist ein System, das auch genau wie Lego Mindstorms und andere Systeme auf den Grundideen von Logo basieren. Und wer genauer hinschaut, wird feststellen, Scratch wird eben gerade auch am MIT Media Lab entwickelt.
Ja, also es rentiert sich auf jeden Fall mit der Programmiersprache Logo zu befassen, auch wenn es mittlerweile neuere Systeme gibt. Für Informatiklehrerinnen und Informatiklehrer ist es wichtig zu wissen, wo kommen denn diese Ideen her und letztlich festzustellen, okay, es gibt viele neue Systeme, viele schöne Systeme wie beispielsweise Scratch. Die grundlegenden Ideen, die dahinter stecken, die sind aber schon ganz alt, die sind schon 50 Jahre alt und ja, letztlich war alles in dieser Form schon in Logo angelegt.